Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne auf Brutal. Ja, wir haben in den letzten Folgen uns hier mit dem Kristall beschäftigt. Wir schauen gerade mal, was wir auf der Brücke für Missionen haben. Aber ich glaube, das war so eine Drop-Mission. Okay, da habe ich aber nicht so richtig Lust drauf. Und stehlen Sie den Odin. Ja, da bräuchten wir eigentlich ein Upgrade für, um das gut hinzubekommen. Das erinnere ich mich, dass es immer ein bisschen schwierig war und dass wir das auf Brutal sicherlich noch schwerer sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da brauchen wir das Forschungsschiff, brauchen wir dafür genau. Das können wir aber noch nicht haben, erst wenn wir mehr Protoss-Forschung haben. Aber ich nehme an, dass wir hier Protoss-Forschung bekommen, deshalb werden wir diese Kristallmission nochmal machen und dann können wir da wieder durchstarten mit der anderen Mission. Ist jetzt ein bisschen viel Protoss hintereinander, aber das ist vielleicht auch mal ganz gar nicht schlecht. Dann kann man diese Geschichte ein bisschen besser dahinter verstehen, denke ich. Deshalb machen wir jetzt noch eine Kristallmission. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ajur zurück. Die Zerg-Verseuchung überzieht noch immer den Großteil unseres geliebten Planeten. Die verdorrten Überreste des Overmind waren noch immer dort. Gleichsam ein Mahnmal für verlorene und gewonnene Schlachten. Genau, Mission Echos aus der Zukunft. Untersuchen Sie den Overmind auf Ajur mit 2 Protoss und 4 Zerg-Forschungsmöglichkeiten. Ich hoffe, dass 2 Protoss-Forschungen reichen. Wir müssen auf jeden Fall alle bekommen. Gut, dann starten wir mal. Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. So, da muss ich mal einmal kurz raustappen. Damit die Maus da nicht so blöd rumpackte. Das tut sie nämlich leider immer. Wenn man zwischendurch mal rausgetapft war. Und das Problem ist, dass dann immer der Ton unterbrochen wird. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. Okay, dann stellen wir uns da mal rein. Wer wiegt meine Bürde? Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich... Ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ajurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Ja, wir bekommen also hier neue Einheiten. Wir starten direkt mit dem Supply Lock. Die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Cortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann.
Deshalb sind wir jetzt hier natürlich ganz blöd dabei. Aber wir haben neue Einheiten bekommen, nämlich die Kolosse. Die können hier so Klippen hoch und runter laufen. Das ist ganz cool. Und die machen halt auch verdammt viel Schaden. Oh, ich habe gar nicht die die Cannons gepowert. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Das geht ja gar nicht, stimmt. Wir können ja gar kein Warpgate haben. So, Ceratul, du hast ja gerade nichts zu tun. Du kannst schon mal hier ein bisschen was töten. Denn du bist ja unsichtbar. Oh, hier sind auch Mineralien. Das ist ganz viel. Wir müssen halt nur aufpassen, dass hier nicht irgendwie Detection ist, weil das wäre ziemlich blöd für uns. Aber so können wir hier gerade schön Einheiten töten. Und wir müssen natürlich auch immer auf die Minimap gucken, ob nicht irgendwie ein Angriff kommt. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Okay, das heißt, ich ziehe mich mal jetzt zurück wahrscheinlich, oder? Ja, da sind sie. Das sind ganz schön viele. Aber die Cannons haben es gehalten, also die Kanonen. Das freut uns doch schon mal. Zack, wir können ja hier gerade mal einmal den Kriechertumor rausnehmen. Auf Kriecher bewegen sich ja Zerg-Einheiten schneller und der müsste jetzt eigentlich weggehen, wenn der Tumor weg ist. Sehen wir hier. Der zieht sich langsam, aber sicher zurück. So wollen wir das doch sehen. Ja, ich denke, wir bauen jetzt erstmal die Basis auf, bis wir wieder rasende Zerg-Angriffe haben. Wobei du jetzt mal gerade hier hochschauen kannst. Da ist auch... Oh, das ist nicht schön. Aber wir können doch hier... Zack. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da oben war ja ein Overseer. So. Zack, jetzt können wir ein Lerngefängnis werfen. Diese Warp-Tore scheinen noch zu funktionieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. So, habe ich mich zurückgeblinkt. Zack. Obelisken mit Energie versorgen sollen wir. Schwer wiegt man. Okay. Erstmal den Kriecher weg. So die Ehre gebietet. Ayur wird wieder auferstehen. Okay, unser dunkler Prälat hier. Ceratul macht das schon alles, wie er soll. Sehr schön. So, dann bauen wir hier nochmal ein paar Warp-Tore. Oder Warp-Knoten sind es ja aktuell nur. Ah, nee, wir können. Wir können jetzt warpen. Das ist ja interessant. Ich werde Erlösung finden. So, schließen wir das Ganze mal ein. Und hier oben gibt es auch eine Basis, die wollen wir nämlich unbedingt haben. Schwer wiegt meine Bürde. So. Rasender Zerg-Angriff in 50 Sekunden. Solange werden wir mit der Basis sicherlich noch warten. Können wir hier schon... Ja, wir können eine Roboterfabrik bauen. Das ist schon mal gut. Auch wenn wir hier gesehen haben, dass da einer rumsteht, aber die ist so weit weg... Dass das nicht so schön ist. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. So, jetzt kommen sie hier gleich. Da wäre es eigentlich ganz gut, einmal hier wegzukommen. Oh, Nidus-Würmer. Müssen wir unbedingt zerstören, weil da kommen natürlich immer mehr Einheiten raus. Link hier natürlich jetzt weg. So. Wo war denn hier der Nidus-Wurm? Da ist keiner. Und hier war einer, der ist aber auch schon wieder weg. Ah, die ziehen sich zurück, die Nidus-Würmer. Interessant.
So. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal ganz viele Pylonen, logischerweise, weil ich Supply-Blocked bin. Dann schauen wir dort oben mal nach. Ich werde Erlösung finden. Wir müssen handeln. So. Der erste Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Schmerz, Überraschung, Tod. Schmerz, Überraschung, Tod. Das ist ja nicht so schön. Wir bauen mal einen Roboter-Doktor, damit wir weitere Kolosse bauen können, denn die werden uns sehr helfen. Und ich denke, in der Zwischenzeit werden wir versuchen hier... Adun Toridas Zeratul. Wir wurden in der Energiematrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen hohen Templer. Das ist zwar ganz nett, aber jetzt auch nicht so umwerfend, um ehrlich zu sein. Wir müssen natürlich immer weiter hier gehen, diese Punkte einnehmen. Das ist ja eigentlich unser Missionsziel. Aber ich denke, da warten wir noch ein bisschen, um hier ein bisschen unsere Wirtschaft aufzubauen. Und wir schicken mal gerade ein hier hin. Manchmal wünsche ich mir so einen Mothership-Core. Dann könnten wir viel besser überall was auseinandernehmen und... wenn Gefahr ist, könnten wir uns zurückrufen in unsere Basis. Das haben sie im Nachfolgespiel dann eingeführt. Also in der Erweiterung, nicht im Nachfolgespiel. So, aber gut. Wir schicken mal unsere Observer, also unsere Beobachter voraus, um ein bisschen zu erkunden. Und es kommt gleich schon ein rasender Zerg-Angriff. Deshalb schauen wir mal gerade, dass wir noch ein bisschen Schaden machen können. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Ayur wird wieder auferstehen. So, das muss jetzt reichen. Und dann ziehen wir uns zurück. Sind natürlich hier oben die Kanonen nicht mehr da. Das ist ein bisschen unschön. So, wir teilen uns mal ein bisschen auf. So, hier hat das sehr gut geklappt. Nein, unser hoher Templer. Nicht einfach so dich opfern. Das wäre ein bisschen bescheuert. Okay, so, das hätten wir geschafft. Dann können wir jetzt noch weiter vorrücken. Wir wollen natürlich auch weiter hier Kolosse bauen. Aus der Roboterfabrik. Und dann machen wir hier ein bisschen Schaden in die Richtung, bevor der nächste Angriff kommt. So, ihr könnt gerade mal frei Schaden machen, ohne dass ich euch dabei immer zugucken muss. Denn das läuft hier gerade schon ganz gut. So, und immer weiter bauen. Oh, jetzt sind wir Supply Block. Das ist ungut. Ich bin hier. Ihr habt nicht Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. In Arudin Rashadal. In Arudin. Und schöne Mineralien, die wir eben mal mitnehmen können. Okay. Ich würde sagen, ein bisschen weiter können wir mal noch gehen. Die Frage ist, ob wir hier mal eben ein paar Kanonen wieder hinsetzen, um gleich schneller Schaden abwehren zu können. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Ich werde Erlösung finden. Ich bringe eure Kunden. Ich denke, wenn dann die Minute weg ist, die Balance wird wiederhergestellt. Dann, also wenn wir nur noch eine Minute haben, dann denke ich, sollten wir uns zurückziehen. Es gibt viel zu rechtfertigen.
Euch gehört meine Ergebenheit. Der zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Tod und Freude. Okay, dann geht er mal schnell weg. Ehre den Ersten. Wir dürfen nichts sagen. Ich bin das Herr. Schwer. So, und dann ziehen wir uns nämlich hier hin zurück. Die Zerg kommen. Immer an, dass sie hier wieder. Dass wir hier wieder einen Nidus-Wurm sehen werden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Dann schicken wir die hier gerade mal hin, um hier den abzufangen. Ihr seid auf. Ich bin hier in den Schatten. Oh, leider nicht. Oder sind Banelinge bei? Nein, Koloss, renn weg. Ja, das läuft doch auch ganz gut. Hier sind ein paar kleine Zerglinge, die ein bisschen nerven wollen gerade. Das gelingt ihnen aber nur mäßig. So, ich denke, jetzt werden wir mal in die Richtung weiter schauen. Und in der Richtung waren wir ja gerade schon. Okay, da sind Mutalisken. Steht nochmal ein Roboter-Dock rum, aber der bringt uns halt wenig, weil wir haben schon einen gebaut. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. So die Ehre. Ah, hier können wir gleich wieder einen von diesen Obelisken hier mit Energie versorgen. Wenn wir denn da mal eine Sonde hätten. Mineralienfeld erschöpft. Ich bin. Okay, so, jetzt ist gleich schon wieder eine Minute gesunken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen auch nochmal einen Observer hier bauen. Denn wir haben nur noch einen, weil den anderen habe ich, glaube ich, dummerweise gerade verloren. So, und jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Bis hier der rasende Angriff erfolgt ist. Kommt man da weiter? Ja, dann gehen wir da auch gleich weiter. Okay. Da oben ist noch ein Brutlord. Das ist aber eigentlich ziemlich egal. Weil wir haben ja die Obelisken schon versorgt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, jetzt ist hier keine Mineralien mehr. Das heißt, wir müssen gleich auch nochmal. Dort war ja auch eine Basis, die werden wir gleich dann mal nehmen. Oder oben ich sind. Ich werde die Dämmung. Ich bin die Stimme der Mutalisten gekommen. Ja. Basis wird angegriffen. Oh, hier wurde das einfach weggesprengt. Interessant. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So, das war schon der Rasenzerg-Angriff. Der war jetzt diesmal nicht so furchteinflößend. Ich bin hier in den Schatten. So, du kannst hier jetzt gerade mal hinfahren und versuchen, da gleich eine Basis zu nehmen. Hier oben müssen wir das vermutlich auch nochmal probieren, weil wir haben wirklich keine Mineralien mehr gerade. Wobei wir unsere Bonusziele erreicht haben. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch versuchen, das einfach zu beenden. So die Ehre. So. Hab ich noch ein. Ah, wir haben keine Detection. Zeratul ist gestorben. Was? Das ist das Problem, wenn Zeratul voranläuft.